Schönen guten Tag und hallo. Ich melde mich von der Autobahn. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zum Hannes. Ja, moin Leute. Ich bin Hannes. Hannes ist der Landwirt in MV. Ich bin Landwirt in MV. Den kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Wie kamst du zu der Aktion? Den Hannes und die Lisi habe ich kennengelernt auf den New Holland Creator Days. Ja, wir waren auf den Creator Days bei New Holland. Wir haben uns im Hotel gesammelt und sind da rumgestanden und auf einmal stand da Hannes und die Lisi hinter mir. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, den kennst. Wir haben dann kurz Hallo gesagt, haben 10 Minuten irgendwas gequatscht. Und haben uns beide kennengelernt, haben uns eigentlich relativ gut verstanden, direkt im Bus und so. Wir haben ein bisschen über Maishexen gequatscht. Das weißt du, ja, ich fahre in Jaguar 69, ja, ist klar. Und da hatte Martin schon erzählt, er war letztes Jahr auf einer anderen Biogasanlage. Und nach 10 Minuten hat er gesagt, ja, kommst du mal vorbei. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, da musst du mal unbedingt hoch zu mir kommen. Im Norden musst du da das Ganze mal mitmachen, damit du das mal siehst, wie das hier so läuft bei uns und ja, wie hier die Strukturen und Dimensionen sind. Natürlich habe ich mir das nicht nehmen lassen. Und ja, zwei Bier weiter am Abend meinte er dann direkt, ja du, wie sieht's denn aus? Wollen wir das machen? Und da haben wir gedacht, alles klar, der lässt jetzt nicht mehr locker. Soll ich mal direkt den Dominik von New Holland fragen, ob der mir einen Träger gibt? Dann komme ich hoch und dann fahren wir bei dir ab. Ich so, ja, mach. Was meinst du ungefähr, wie viel Bier waren das von der Idee bis zum fertigen Projekt? Das ist das Problem bei mir. Also, so blöde Ideen, die kommen mir sogar nüchtern. Der Hannes hat ja seine Leute und die Maschinen, das ist ja seit Jahren eingespielt. Und wenn ich da jetzt auf einmal herkomme und vielleicht schaffe ich es ja irgendwie eine Maschine mitzubringen. Und so ist das Ganze entstanden. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten, nachdem wir das an New Holland hingetragen haben, war das Ding gegessen. Also war klar, dass wir das machen. Krass. Und ich nehme euch mit. Wir machen ein kleines Tagebuch, habe ich mir vorgenommen. Also viel Instagram und natürlich die Videos auf YouTube. Ich weiß noch nicht, wann das alles rauskommt, wie viele Videos das werden, wie umfangreich. Das steht alles noch in den Sternen, weil ich werde da schon auch ein bisschen eingespannt sein. Also das meiste Zeug wird vermutlich von der GoPro kommen. Um 5:30 los. Jetzt ist 13.30 Uhr. Also ich bin hier angekommen am Montag. Ich bin 800 Kilometer gefahren, 790 um genau zu sein. Einmal quer, diagonal durch Deutschland. So. 8 Stunden war ich glaube unterwegs. Und die Jutta am Navi quatscht mich die ganze Zeit voll hier. Ist gar nicht so flach, wie ich immer gedacht habe. Es ist schon sehr hügelig, wie auf der Alp ungefähr. Und aktuell weiß ich auch, dass der Fröschle hier irgendwo rumfährt in der Gegend. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber vielleicht kann man den auch mal zu Gesicht bekommen. Vielleicht kommt er vorbei, macht ein paar Fotos, ich weiß es nicht. Das ist alles relativ spontan. Also Leute, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass ihr da dabei seid, dass ich euch dieses Jahr irgendwie sowas bieten kann. Ja, und erst hier, weil wir ihm noch ein bisschen mal zeigen wollen, wie man noch richtig Trecker fährt. Ne? Dass er ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Und mal ein bisschen andere Dimensionen kennenlernt. Wir haben ja nun mal das Glück, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir sehr, sehr große Felder und sehr, sehr große Dimensionen. Weiter auf der Route. Von hier aus musst du zu Fuß zum Ziel gehen. Alter, was ist denn das für eine Straße hier? Boah, aus welchem Krieg ist denn die hier? Viele Leute, die ich kenne, sagen, oh, das müsste man mal machen, in den Norden rauffahren oder sich das mal anschauen. Und ich habe mir halt gedacht so, ja, ich mache jetzt einfach mal das, was andere gerne tun würden. Und wenn man einfach mal 250 Überstunden hat, dann kann man auch mal 2 Wochen abhauen. Hi Leute, kurzes Update. Ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt beim Hannes. Bin ganz herzlich begrüßt worden, habe gleich mal mit dem Häcksler mitfahren dürfen. Und ich werde heute da noch ein bisschen mitfahren, werde auch im Stream vom Hannes mit dabei sein. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und morgen werde ich dann selber fahren. Und von daher, glaube ich, wird es ganz lustig und wird auch, glaube ich, Spaß machen. Ich habe nicht gesehen, dass da noch was drauf war. Oh, Autopilot ist auch nicht drin. Svenny kann ja unter uns bleiben, das muss ja vielleicht Detlef nicht erfahren. Hey, hey, ob da noch alles oben drum geblieben, beide blieben. Wie sind die Eindrücke hier von der Landwirtschaft, hier von den Strukturen, von der Umgebung? Also wie ihr das in Stories bei mir auf dem Instagram-Profil immer gesehen habt, also ich bin halt total überwältigt.
Und dann kommst du auf diesen Schlag. Und wie viel Hektar hatte dieser Schlag? Der hatte 80 Hektar. Bei uns sind 10, 15 Hektar schon eine ordentliche Nummer. Und hier so 40, 50 Hektar sind irgendwie normal. Das Witzige war, der war geteilt. Der hat auf der anderen Seite Raps drauf. Also der hat es in der Mitte einmal geteilt. Das wären 140 Hektar am Stück gewesen sonst. Geil. Ecki heißt der gute Kollege, der Nachbarbetrieb, und Ecki fährt mit seinem Pickup neben Martin, macht die Scheibe runter und sagt, hast du eine Waffe dabei? Hier sind Schweine drin. So ohne alles, so, das ist super norddeutsch. Also, er hat nicht mal gefragt, hey, wer bist denn du, was machst du hier auf dem Acker oder so? Nee, er hat einfach Fenster runtergemacht, hast du eine Waffe dabei? Das war so geil. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. So, Leute, jetzt geht's los.